Hey, hier ist Alex vom Kanal Gutmensch und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um 4 Briefe, die ich bekommen habe, die ziemlich gut zusammenfassen, was ich gerade alles Nachhaltiges mache, ein paar Tipps beinhalten und deswegen fangen wir doch einfach mal an. Es wird wieder ein Uncut-Video sein, deswegen bleiben auch hier wieder die Ms und Ms und so weiter drin. Einfach noch ein bisschen persönlicher mit euch zu quatschen. Die letzten beiden Videos in dem Stil haben mir sehr gut gefallen und euch anscheinend auch. Fangen wir direkt mal an mit dem ersten Brief. Und zwar habe ich Post bekommen von Saturn. Und zwar so ein kleines Gutscheinheftchen, was mich sofort an eine Sache erinnert. Und zwar die fucking Werbung abbestellen. Denn ich meine, klar, natürlich kann es sein, dass ich zufällig am 16.03. 5% auf ein Apple-Produkt gebrauchen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und das ist ja nicht die einzige Werbung, die man so bekommt. Es gibt immer mal wieder so Momente, wo man sich überlegt, ja, da könnte ich ja mal mitmachen oder das klingt doch ganz cool, da könnte ich ein bisschen Geld sparen. Meistens resultiert das aber darin, dass man oft unnötiges Zeug im Briefkasten hat, was auf mehreren Hinsichten nicht so richtig nachhaltig ist. Also das Ding hier musste ja erstmal bedruckt werden und erstellt werden, produziert werden, dann noch transportiert werden, zum einen zum Lager und dann zu mir. Und jetzt wandert das natürlich sofort in den Müll und muss dann wieder abtransportiert werden. Und es muss sich darum gekümmert werden, wie aus diesem Papier-Plastik-Gemisch noch irgendwie was Brauchbares wird. Also eigentlich ein super simpler Zero-Waste-Tipp, der einem sogar im Alltag hilft, möglichst viel Werbung abbestellen. Am einfachsten geht das vermutlich immer dann, wenn man neue Werbung bekommt. Also hier jetzt zum Beispiel, ich will jetzt überhaupt nicht Saturn bashen, die machen das sogar eigentlich relativ eindeutig. Also hier unten steht eine kleine E-Mail-Adresse, an die man sich dann wenden kann und dann schickt man da eine kurze Nachricht hin, hey, bitte benutzt meine Daten nicht mehr und schickt mir keine Werbung und dann hat sich das. Anrufen geht auch, ist meistens einfacher und unkomplizierter, nur weiß ich, dass einige von euch nicht gerne Leute anrufen. Wo ich vielleicht kurz mal dazu sagen muss, anrufen ist wirklich zu so einem kleinen Lifehack geworden. Also wie viele Sachen ich telefonisch so schnell klären kann, na egal, darum geht es heute nicht. Werbung abbestellen, Tipp Nummer 1, ein krasser Zero-Waste-Tipp, spart vermutlich somit am meisten Müll. Bekommt ihr eigentlich gerne Briefe? Also ich höre in letzter Zeit öfter mal von Leuten, dass seitdem sie erwachsen geworden sind, sie nicht mehr gerne im Briefkasten schauen. Bei mir trifft das nicht zu, aber ich habe es öfter mal gehört. Stimmt gerne darüber ab da oben. Der zweite Brief, etwas, was sehr häufig diskutiert werde, seitdem ich das Thema in Instagram angesprochen habe, ist die GLS Bank. Und da ist mir vorhin meine Bankkarte schon runtergefallen. Ich bin jetzt Kunde bei der GLS Bank. Das ist eine sozial-ökologische, ethische Bank. Und warum sollte man das sein? Was ist so schlimm an einer Sparkasse oder an der ING DiBa, wo ich bei beiden Instituten bis vor ein paar Jahren auch noch Kontos hatte, beziehungsweise immer noch Konten führe? Das Problem ist, Banken funktionieren ja so, dass sie das Geld, was wir dort hinbringen quasi oder anlegen, wieder weiter investieren, um dadurch mehr Geld zu produzieren. Also so funktionieren Banken und daran ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches dran, zumindest nichts Direktes. Aber das Problem ist dann, wenn man nachfragt, okay, wohin wird denn das Geld investiert? Und da wird es dann halt schon ein bisschen gruseliger. Also viele Banken investieren halt eben auch in die Waffenindustrie zum Beispiel, in die Autoindustrie oder in alle möglichen Firmen, die ich eigentlich versuche, den lieben langen Tag über zu vermeiden und dann aber mit meinem Geld, mit meiner vermutlich wertvollsten Ressource aktuell, bis auf die Zeit, unterstütze, was halt ein totaler Widerspruch ist. Die GLS Bank oder eine der 3 anderen ökologischen Banken, das sind GLS Bank, Triodos Bank, Umweltbank und Ethikbank, die machen das nicht, beziehungsweise die lassen einem die Wahl, wohin soll das Geld fließen, was man dort lässt. Bei der GLS Bank konnte ich zum Beispiel auswählen, dass das Geld nur in erneuerbare Energien investiert werden soll. Das heißt, ich kann mir ziemlich sicher sein, dass das Geld, was ich dort anlege, auch vernünftig weiterverwendet wird. Was mega, mega cool ist. Und der dritte Brief ist von der Caritas. Die haben mir so ein kleines Programmheftchen geschickt, weil die nämlich demnächst einen Kongress abhalten in Berlin, wo sich die verschiedenen Unterfirmen der Caritas vorstellen und da zeigen sie, was sie alles machen. Ich bin als Blogger eingeladen, werde auch bezahlt, um dort zu sein, Videos zu machen und darüber zu berichten.
Eine super coole Gelegenheit, zum einen für mich als Blogger natürlich, so als selbstständiger Typ, mal einfach nur bezahlt nach Berlin fahren zu können, um dort eben über eine Hilfsorganisation zu berichten, die wirklich auch viele coole Sachen macht. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie mich später noch bezahlen werden. ja gut, dann müsst ihr euch jetzt selber entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Sondern eben auch, weil es ist halt wichtig, und darüber gab es in letzter Zeit öfter mal auf Instagram ein paar Posts, dass man Blogger, die etwas Gutes tun, auch entlohnt für das, was sie tun. Denn es gibt so einen komischen, so eine komische Schere, die sich bildet, wenn man nur den Leuten Geld gibt, die sich nicht so richtig mit der Zukunft auseinandersetzen wollen. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es schlimm ist oder sowas, Blogger zu bezahlen, die im Bereich Beauty oder Technik unterwegs sind. Nee, die sollten natürlich auch fair bezahlt werden. Aber wenn, und das machen viele Öko-Sozial-Blogger, wir weiterhin irgendwie ehrenamtlich arbeiten, beeinflussen wir natürlich nicht so viel oder können wir nicht so viel beeinflussen, wie wenn wir dafür eben auch bezahlt werden würden. Denn natürlich ist hier das Geld auch ganz gut angelegt. Ich werde mit dem Geld immer mehr versuchen, Nachhaltiges und Soziales und Ökologisches zu tun. Aktuell ist es nämlich so, dass ich freiberuflich als Videograf arbeite, aber wirklich nur so viel, wie ich brauche, um in den nächsten Monat zu kommen. Den Rest der Zeit versuche ich mich komplett zu engagieren. Und das geht natürlich immer besser, wenn ich für das, was ich eh schon tue, quasi auch bezahlt werde. Deswegen Dankeschön an der Stelle an die Caritas, richtig cool. Übrigens einer der größten Arbeitgeber in Deutschland mit, ich glaube, 600.000 ständigen Arbeitnehmern und ich glaube 500.000 Ehrenamtlern. Wirklich, wirklich cool. Und eine Sache noch, das Caritas-Thema hat sich jetzt ein bisschen länger gezogen. Eine Sache noch. Ich bin nicht mal katholisch. Also ich war mal katholisch, bin dann aus der Kirche ausgetreten. Das heißt, es hat nichts mit meinem Glauben oder sowas zu tun. Ich finde es einfach nur cool, was sie machen im sozialen Aspekt. Der nächste und letzte Brief erstmal für dieses Video ist DKMS. Und wo habe ich denn jetzt meine DKMS-Karte? Habe ich sie schon eingesteckt? Ich bin auf jeden Fall jetzt, ja, da. Ich bin jetzt potenzieller Stammzellenspender. Wenn ihr das, keine Ahnung, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, ne? DKMS ist dieses Stäbchen rein, Spender sein, die sagen Blutkrebs dem Kampf an. Blutkrebs ist, ohne jetzt super viel Ahnung zu haben, hat eine mögliche Krebsform, die eben auch tödlich ist, die sich in verschiedenen Arten und Weisen zeigen kann, wie Leukämie zum Beispiel. Und das Problem bei Blutkrebs ist, dass sie oft nur durch eine Transplantation heilbar ist. Und für die Transplantation muss man ein gewisses Erbgut haben, was übereinstimmt mit dem Spender und dem Receiver oder dem Patienten. Deswegen werden auch viele Spender fündig bei, ja, nicht viele, ein Drittel der Spender wird auch fündig bei der Familie, was halt, ja, halt cool ist, ne? Natürlich mega, dass es geklappt, aber es ist halt nur ein Drittel. Und jeder Zehnte, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, der Blutkrebs hat, findet leider keinen passenden Spender und stirbt tatsächlich an der Krankheit. Und alle 15 Minuten ist, glaube ich, aktuell der Wert, erkrankt jemand Neues an Blutkrebs. Das heißt, alle 150 Minuten, wenn ich jetzt ganz blöd mal einfach hochrechne, erkrankt jemand an Blutkrebs, der dann nicht geheilt wird und daran stirbt. Was DKMS dann macht, ist, die sammeln die Stammzellendaten von allen Leuten, die sich halt eben dafür registrieren wollen, legen die in der Kartei an und sobald halt jemand Blutkrebs diagnostiziert wird, vergleichen sie die Datenbank mit dem Erbgut des Patienten und dann wird halt geschaut. Wenn es ein Match gibt, gibt es dann erstmal weitere Nachfragen. Hey, wir haben jemanden gefunden, dem du potenziell das Leben retten könntest. Hättest du weiterhin Lust, das auch durchzuführen? Denn was man auch dazu sagen muss, ist meistens oder oft ist auch ein Eingriff notwendig, damit Knochenmark entnommen wird und bei so einem Eingriff, bei so einer Operation gibt es natürlich auch Risiken. Aber die sind, na gut, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie krass große Risiken sind, weil Risiken bei einer OP sind halt Risiken bei einer OP. Da kann halt immer was schief gehen, klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering und die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch am Blutkrebs stirbt, ist viel, viel höher. Das heißt, wenn jemand bereit ist dazu, informiert euch gerne, die Links sind unten in der Beschreibung und meldet euch an. Es ist wirklich super einfach. So, 10 Minuten sind um. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da.
Bis zum nächsten Mal.